Hallo, Filu. So, dann gehen wir am besten nicht in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Da sind wir hergekommen, ich bin mir sicher. Also gehen wir hier lang. Da unten ist das nächste. Wie sind deine Eltern, Sonny Mila? Ganz normal, würde ich sagen. Erzähl keinen Unsinn. Sogar ich weiß, dass dein Vater der Präsident der Smart-Rotum irgendwas ist. Wer weißt du das? Er ist eben berühmt. Außerdem habe ich auch selber etwas recherchiert. Du bist also eine verwöhnte kleine Prinzessin aus gutem Hause. Was? Nein, gar nicht. Aber, naja. Mutter und Vater haben sich nie wirklich eingemischt und das war okay so. Um die Familienfirma wird sich meine große Schwester kümmern, daher hatte ich viel Freiheit. Boah, das ist mir zu anstrengend. Jetzt aufzupassen, wo man hinläuft und gleichzeitig irgendwie versuchen, unten das zu lesen. Das ist mir einfach zu anstrengend. Oh, hallo, Enteron! Mein Dad ist so peinlich. Aeroas. Das nehmen wir. Wir gucken einmal, wo. Ach so, gut. Ich wollte eigentlich sagen, Marvina, was ist mit dir? Deine Mutter schien ja super nett zu sein. Hä, was haben wir gesagt? Du hast sie mal getroffen? Unsere Mutter, ja sicher. Ja, ihr selbstgemachtes Sandwich sah echt lecker aus. Jetzt lese ich das doch wieder. Wow, hast du es gut? Was will ich jetzt für ein Sandwich geben? Ja, Moment, wir müssen eigentlich. Ach so, ne, Moment. Ach so. Hier, hä? Ah, wo geht's denn jetzt weiter? Ich habe keine Lust, immer die ganzen Wege zurücklaufen zu müssen. Also da kommen wir definitiv nicht hoch. Das ist zu steil. Jetzt ist halt nur die Frage. Geht es hier weiter? Ja, hier müsste es weitergehen, ne? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Lass uns doch erst noch mal kurz schauen, was es hier noch gibt. Dann müsste ja hier theoretisch fast bald eine Sackgasse. Ach so. Selbst das hier ist keine Sackgasse. Also doch, das ist ein Wasserfall. Das ist eine Sackgasse. Okay. Als ob hinter dem Baum kein Item ist. Ui, wollen wir versuchen, da runter zu springen? Sterben wir dann? Eigentlich muss man das mal ausprobieren, oder? Man konnte sonst immer überall runterspringen. Es gab nie Fallschaden. Okay, hier geht's nicht. Ja, aber hier geht's. Du bist schleunig zu den anderen zurückgekehrt. Okay. Hier ist eine dieser Observationsstationen. Wir müssen doch das Schloss entriegeln, oder? Jetzt haben sie uns zum. Was? Jetzt haben sie uns zu der Station geportet. Ja, moin. Aber hier waren noch voll die Items. Oh Gott. Okay. Go. Ja, aber richtig go. Jetzt haben die uns einfach. Oh mein Gott. Also, wenn du keinen Bock hast zu laufen und noch nie bei den Stationen vorher warst, einfach irgendwo runterspringen. Dann porten die dich automatisch zu der Observationsstation. Easy. Dass man unterwegs war, noch viele Items und Pokémon hat, so, die man vielleicht erkunden möchte oder fangen möchte oder die Items halt einfach einsammeln möchte. Das interessiert keinen. Dann müssen wir halt doch nochmal zurücklaufen. Aber wir gehen jetzt nicht nochmal zum Wasserfall. Ich wollte nämlich nochmal da hinter dem Dekobaum mal gucken. Was es da noch so gab. Hey. Zink. Zink, zink, zoinks. Und schnaddel die Doinks. Aber hier dürfte es dann eigentlich auch nicht viel weiter gehen, oder? Oh, doch, es geht noch viel weiter hier. Aber warum? Wisst ihr, was wir gleich machen, damit wir den Weg nicht nochmal laufen müssen? Wir springen hier gleich einfach rechts runter. Dann brauchen wir den Weg nicht laufen. Wir sind so schlau. Wenn es denn geht. Wenn es denn geht.
Terra-Stück Flug. Ich springe hier einfach runter. Gleich ein Wasserfall oder so. Dann brauchen wir den Weg nicht nochmal laufen. Aber erst nochmal natürlich gucken, was es hier noch so gibt. Sind jetzt hier auch noch? Wo? Oh. Guck mal, da buggen Pokémon in dem Feld. Seht ihr das? Ja, Girafarik, du machst den ganzen Bug kaputt. Das wirst du büßen. Ich möchte nochmal die magischen Flügel aus dem Berg kommen sehen. Yay. Yeah. Und hier war auch irgendwo ein Pokémon. Da, es ist eigentlich da. Da sieht man es, dieses Blumenvieh. Aber eigentlich ist es hinter der Wand. Es wurde mit eingemauert. Arme Pokémon. Armes Pokémon. Also hier ist jetzt Feierabend, ne? Hier ist jetzt Sackgasse. Okay, cool. Dann können wir guten Gewissens hier umkehren. Aber ja, hier waren wir noch nicht. Scheiße. Das artet jetzt schon wieder ein bisschen aus hier, ne? Hatte ich eigentlich nicht vor. Aber ich möchte jetzt mal irgendwie wissen, wo hier der Fluss herkommt. Hier ist eine Sackgasse. Wir gehen jetzt den Weg hier zurück und gleich hier mal auf der anderen Seite des Flusses wieder zurück. Nein, Flamingo, geh weg. Also wenn es jetzt hier nicht irgendwie richtig krasses Item gibt oder TM oder weiß ich nicht, Pokémon, damit sich der Weg hier wenigstens gelohnt hat. Wehe, wenn nicht. Ah, wieder der verseuchte Baum. So viele verseuchte Bäume hier unten. Der Fluss kommt einfach genau aus dem Berg. Okay. Wie kommt man denn hier an den Ball? Hallo? Geht mir aus dem Weg. Ich möchte eigentlich nur den Pokéball haben. Also das Item. Man kommt ja aber nicht hin. Das heißt, man muss später noch irgendwie auch auf Koraidon reiten können hier unten. Auch wenn er im Moment noch irgendwo vor Angst hat und nicht rauskommen möchte. Aber die Mucke auch die Mucke hier unten, die gefällt mir. Klingt irgendwie gut. So. Lass mich in Ruhe. Nur so ein paar Gespenstmünzen wären schon cool gewesen. So, eine Münze einsammeln mal 999.000. Hier ist noch ein Item. Und dann würde ich ungern sagen, dass wir uns verlaufen haben, aber wir haben uns verlaufen. Wo kamen wir denn jetzt her? Irgendwie hatte ich das hier anders in Erinnerung, den Weg. Moment. Von hier links, oder? Oder war da die... Nee, das ist ein Item, da waren wir noch nicht. Ja, aber das ist doch dann schlecht, wenn wir da noch nicht waren, oder? Hä? Oder sind wir hier gerade vorbeigelaufen, nur wir haben das Item nicht gesehen, weil es so versteckt hinterm Baum war. Nee, Moment, da ist der Fluss da hinten. Ich glaube, wir sind richtig. Mm, mm, mm.
Bam, 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 bam. Oh, hier unten sind aber viele Pokémon in den Felsen drin. Das muss eine geheime Taktikfähigkeit sein. Hä, nee, Moment. Das ist jetzt die erste Sackgasse. Ah ja, hier. Das lassen wir uns hier einfach runterfallen. Hä, wo sind wir? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Hä? Ich wollte eigentlich nur wieder zurück. Hä? Ansonsten müssen wir uns gleich irgendwie, keine Ahnung, kann man auch Fliegen einsetzen? Ja, zu Tor 0. Und von Tor 0 aus können wir uns zu den Observationsstationen porten und dann weiß ich auch wieder, wo wir ungefähr sind, wenn ich jetzt hier nicht mehr weiß, wie man hier rauskommt. Hey, da liegen noch mehr Items. Hä? Oh. Was ist das für ein Vieh? Ja, komm mal her. Hallo. Das haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ramot. Reibst du sofort den Ball, Ramot? Ja, perfekt. Schnackel die Doings. Ignivor-Haar. Ich weiß noch nicht mal, was ein Ignivor ist. Käfer. Ach, dieses Käferfeuervieh. Aha. Okay. Wir wollen jetzt einmal kurz den Hang hier hoch, weil da oben lag noch ein Item. Und dann irgendwie zurück, weil da unten lag irgendwie auch noch ein Item. Obwohl das eigentlich da war, wo ich zuerst dachte, dass wir da hergekommen sind. Aber anscheinend irgendwie nicht. Oh, da unten liegt auch noch ein Item. Hä, waren wir jetzt hier auch noch nicht? Okay, jetzt bin ich ganz raus. Aber, yo, ich werde jetzt hier auch nicht tausende Jahre weiterlaufen und schauen, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach gleich nochmal den Weg hier lang, gucken uns an, was jetzt noch da ist. Weil ansonsten könnte man sich ja schon wieder Stunden hier unten aufhalten. Aber wir wollen auf jeden Fall, obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, wir wechseln nämlich dann auch gleich schon auf SpongeBob. Mal gucken, wie lange wir noch machen. Vielleicht so ein Stündchen noch oder halbes Stündchen. Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch ein paar Stündchen SpongeBob aber weitermachen. Hä, da ist ein Höhlenein. Oh, schaut mal, das ist das. Oh. Das ist doch das die Observationsstation, oder? Nur jetzt sind wir irgendwie von der anderen Seite gekommen. Hä? Dann müssen wir durch die Höhle wahrscheinlich gleich, um zu der letzten Station zu kommen. Okay. Ich glaube schon. Merkwürdig. Da wären wir, die nächste Observationsstation. Mal gucken, was jetzt für ein Pokémon kommt. Puh, dann können wir uns ja kurz ausruhen. Irgendwas will uns doch bestimmt gleich wieder zu Kleinholz verarbeiten. Garantiert. Ah, Cosima, du machst dir einfach viel zu viele Sorgen. Hm? Aha! Dann! Siehst du? Moment mal, das sieht ja aus wie das Herrscher-Pokémon von neulich. Genau, Riesenzahn oder so hieß es, ne? Das war also ein Pokémon aus der Vergangenheit? Hast du etwas schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft, Pepper? Es sieht wahnsinnig stark aus. Keine Sorge, überlass das Herrscher-Pokémon ruhig Marvina und mir. Ja, da hätte ich jetzt aber lieber bei Londa eingesetzt. Aber ist ja egal. Weil mit Boden, es war irgendwie Kampfboden oder so, ne? Oder was war es für ein Typ? Ich weiß schon gar nicht mehr. Es hieß doch irgendwie Riesenzahn oder so hieß das, ne? Hallo Mastifioso, schön dich wiederzusehen. Ja, ja, Riesenzahn, genau. Das haben wir sogar schon gefangen. Drachenklaue. Mal gucken, was passiert.
Ui, das macht ja so gut wie gar nichts. Ui, Mastifioso ist besser als wir. Das heißt, wir setzen das nochmal ein, weil mit der nächsten Attacke von Mastifioso ist Riesenzahn dann auch erledigt. Oh, wir haben es schon erledigt. Perfekt. Yeah, geschafft. Vielleicht kam ja das Herrscher-Pokémon, das wir auf unserer Suche nach den Geheimgewürzen gesehen haben, auch aus Zone 0. Höchstwahrscheinlich. Oh, dann habt ihr es also außerhalb des Schlunds auch schon getroffen, ihr Glückspilze. Von wegen, wenn so ein Pokémon aus der Vergangenheit in Paldea rumspaziert, haben wir ein Riesenproblem. Hat Professor Antiqua da keine Angst? Kein Auge drauf? Sollte sie das nicht verhindern? Was macht sie bloß? Ja, was macht die ach so perfekte Professorin nur? Marvina, lass uns endlich reingehen. Jo! Hier ist die dritte. Geht's allen gut? Braucht jemand von euch eine Pause nach dem ganzen Herumlaufen und Kämpfen? Hm. Fühlst du dich nicht gut, Cosima? Hm, oh doch, alles in Ordnung. Mir geht nur diese Zeitmaschine nicht aus dem Kopf. Die Pokémon hier in Zone 0 sind aus der Vergangenheit hergekommen, richtig? Kann es dann nicht sein, dass Koraidon auch aus der Vergangenheit stammt? Naja, klar. Ich denke schon. Hm. Ja, ja, ja. Irgendwie hat es ja schon was Antikes an sich. Das klingt echt plausibel. Oh, da fällt mir ein... Meine Güte. Da fällt mir ein, Pepper. Ich wollte dich schon die ganze Zeit was fragen. Willst du mich heiraten? Du hattest damals den Pokéball von Koraidon und du wusstest über seine Form Bescheid. Du weißt doch bestimmt noch mehr. Ah, hätte ich mir denken können, dass du dich an solche Details erinnerst. Na gut, ich erzähle euch, was ich weiß. Dieses Pokémon, ich meine Koraidon. Meine Mutter hat es damals während ihrer Arbeit an der Zeitmaschine entdeckt. Ab hier sollte wohl ich das Antworten übernehmen. Huch, Antiqua. Professor! Das Koraidon, das ich dir anvertraut habe, Marvina. Es war das erste Pokémon, das ich mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit hierher transportieren konnte. Wusste ich's doch. Ich analysierte seine genetische Daten und seine Verhaltensmuster. So kam ich zu dem Schluss, dass es sich um eine urzeitliche Form des heutzutage existierenden Reit-Pokémon Mopex handeln muss. Stimmt, sie weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Viele andere Pokémon sind seitdem durch die Zeit hergereist. Es gelang mir jedoch nie, mehr als 2 Exemplare von Koraidon in unsere Zeit zu holen. Wie jetzt? Du meinst, es gibt hier irgendwo noch so ein Ding? Oh, was ist, wenn sie eine Familie sind und das andere irgendwo in Zone 0 auf unser Koraidon wartet? Steht uns ein emotionales Wiedersehen bevor? Vielleicht. Ganz bestimmt. Wer wäre nicht glücklich, die Chance zu haben, seine Familie wiederzusehen? Naja, Koraidon sah irgendwie nicht so glücklich aus, zurück zu in Zone 0 zu kommen, wenn ich ehrlich bin. Familie, ja, wer würde sich nicht freuen, Peppa? Wie dem auch sei, Marvina. Bitte nutze die zentrale Schalttafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Alright. Piep. Das Schloss wurde entriegelt. Gut gemacht. Bitte fahrt nun mit der letzten verbleibenden Observationsstation fort. Aber natürlich, Madame Antiqua. Wir wollen erstmal noch ein Päuschen eingehen. Nee? So, einmal das Buch lesen. Uns ist etwas Unglaubliches gelungen. Mit Hilfe der Zeitmaschine konnten wir ein Pokémon aus der Antike herbringen. Ich nenne es Koraidon. Und das ist nicht der einzige Schatz, mit dem ich gesegnet wurde. Eine Glückssträhne. Oh, was für ein Schatz denn noch? Seit dem ersten Erfolg gelang es uns immer wieder, Pokémon aus der Antike in unsere Zeit zu bringen. Bald wird das Paradies, von dem das Buch erzählt, Wirklichkeit.
Dort werden wir drei glücklich sein. Dafür gebe ich alles. Auch interessant, dass man ein Buch lesen kann, was einfach mal zu ist. So, ab zur letzten Observationsstation. Fragt sich jetzt nur, wo die ist. Wahrscheinlich durch die Höhle hier, oder? Wir sind jetzt nämlich schon aus Versehen, haben wir schon den ganzen Bereich da hinten abgesucht. Da waren wir schon überall. Und da sind wir doch... Hä, sind wir nicht hierher gekommen? Moment mal. Wir sind von da gekommen, oder? Was ist denn jetzt hier noch? Oder müssen wir jetzt hier lang, um zur letzten Observationsstation zu kommen? Nur dann frage ich mich, wo lang es durch diese Höhle da hinten geht. Ganz schön dunkel hier drin. Ja. Lass mich in Ruhe. Ey, du großer Steinblock. Dieser Strain the Rock Johnson. Oh, hier ist Sackgasse. Oh, das ist so ein schwebendes Pummeluff. Jetzt können wir das bestimmt fangen. Ey, komm her. Wie hieß es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Es hatte irgendeinen anderen Namen. Vampir-Pummeluff. Brüllschweif, genau so hieß es. Wie ein Brüllaffe. Nur mit dem Schweif halt. Ist ja ganz klar. Bleib drin! Ah! Aber es ist machbar, es so zu fangen. Ja, los! Bleib im Ball! Dann müssen wir auch dieses Lumini... Lol, was denn jetzt? Dann müssen wir dieses Lumini-Fuzzi ja auch irgendwie fangen können, oder? Dieses erste komische Pokémon, gegen das wir gekämpft haben. Dieses Lumini-Fuzzi. Überlebst du ein Erdbeben? Ja. Das ist gut. Und wenn noch besser wäre, ist, wenn du jetzt auch noch im Ball bleiben würdest. Brüllschweif! Brüll! Schweif. Bleib im Ball! Zwei, drei, geht doch. Dass man nicht erst anbrüllen muss. Wie ein Brüll. Badabadam. Fee Psycho, nice. Ist auf jeden Fall das bessere Pummeluff, ne? Oh, man braucht diese Viecher sogar. Die sind für den Pokédex da. Ey. Du Miese. Es geht doch noch viel weiter. Was denn jetzt? Sind wir hier falsch? Mich stört das ein bisschen, dass Nemila und wir voll gleich angezogen sind, so. Boah, so viele große Kristalle, wie hübsch. Und da unten sind ja noch mehr. Aber ist jetzt das Observatorium... Ich würde schon gerne wissen, auch was... Aber können wir ja nachher nochmal machen. Wir merken uns einfach, neben der dritten Observationsstation war die Höhle. Das können wir uns auf jeden Fall... Können wir uns gleich nochmal porten oder sowas und gucken, was da ist. Und dann können wir uns zur vierten Station... Dann ja wieder zurückporten, um dann mit der Story weiterzumachen oder wie auch immer. Ich würde schon mal gerne wissen, was diese Höhle da ist. Wo es da hingeht. Stimmt, pass gut auf, wo du hintrittst. Die Professorin muss irgendwo da unten sein. Also werden wir sie bald treffen können. Aber es beschäftigt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also gut, Marvina, Nemila, Cosima, gehen wir weiter. Aber halt die Augen offen. Okay, dann gehen wir jetzt auch erstmal weiter. Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz. Das One Piece. Hier sieht's irgendwie aus wie aus einer anderen Welt. Fast wie ein Paradies. Dieses Licht, mit dem die Kristalle hier leuchten. Vielleicht geht's nur mir so, aber es erinnert mich stark an die Terra-Kristallisierung. Oh, ja, das geht nur dir so, Cosima. Gar keine, besteht überhaupt keine Verbindung. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Antworten auf all unsere Fragen liegen dort unten. Also los.
Gut. Ja, da ist die vierte Observationsstation, ne? Und dann da ganz unten, dieses Hochhaus, ist dann das Labor, wo Antiqua im Moment ist. Hallo, Brüllschweif. Oh. Die hat gesagt, wir sollen aufpassen, wo wir hintreten. Wenn wir hier runterfallen, dann war es das. Aber können wir nicht einfach... Die sagt nicht, wir werden zur nächsten... Wir werden jetzt bestimmt wieder zur Station geportet, oder? Du solltest das Schloss der Observationsstation entriegeln. Ja, ja. Nee, wir werden wieder nach oben geportet, oder was? Okay. Hätte ja sein können. So wie vorhin einfach. Wo sind jetzt die anderen? Hä? Achso, da. Und wo ist Pepper? Pepper tot? Achso, da! Hä, wo kommst du denn her? Okay. Durchzählen. 1, 2, 3, 4. Weiter geht's. 4, ein kleiner Brüllschweif. Da, 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 da. So. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier auf jeden Fall nochmal weiter und dann machen wir gleich erst Spongebob, ne? Irgendwie habe ich jetzt noch Bock, hier weiter rumzulaufen und das hier zu erkunden. Okay, wir müssen, glaube ich, hier rechts lang. Lass uns mal ganz kurz gucken, was es hier noch so gibt. Ah, da ist das! Luminifuzzi! Das können wir fangen. Hallo, Luminifuzzi. Wie heißt es genau? Lumiflora. Luminifuzzi, sag ich ja. Fast das Gleiche. Okay, wir haben noch 3 Chancen, es zu fangen, bis Knackrack dann K.O. geht. Ah! Wir müssen es wohl... Oh, Säurepanzer. Wir müssen es wohl, steigt stark, ja moin. Tja. Wir müssen es wohl schwächen. Aber jetzt hat es natürlich die Verteidigung gestärkt. Giftbelag. No, jetzt werden wir noch vergiftet. Oh. Nein, Knackrack. Bitte bleib im Ball. Ich möchte nicht, dass Knackrack stirbt. Oder K.O. geht. Bleib im Ball, bitte. Ah! Drecksvieh. Bitte. Ach komm, warum ist das jetzt auf einmal so schwer? Okay, tschüss, Knackrack, tut mir leid. So, wir sollten mal Knattertox einwechseln, oder? Ja, ich hoffe, dass das, selbst mit einer Stahlattacke jetzt nicht K.O. geht, keine Ahnung. Oh, könnten theoretisch sogar nochmal einsetzen, aber will ich halt irgendwie auch nicht. Ich will es fangen. Oh Mann, das Vieh ist aber schwieriger. Die anderen waren nicht so schwer zu fangen. Luminifuzzi, komm. Dann kriegst du doch nochmal einen Eisenschädel. Wenn du stirbst, stirbst du halt. Glück gehabt. Jetzt sollte es aber kein Problem sein. Komm schon. Alter, das Vieh geht mir auf den Sack. Wir können es nicht noch mehr schwächen. Es funktioniert nicht. Luminifuzzi.
Bleib im Ball. Alter! Okay, das übertreibt halt komplett das Pokémon, ne? Was hat denn das für eine Fangrate, bitte? Und wer schreibt mir da links ins Ohr? Du, der Drache! Der schreibt mir da links ins Ohr. Bleib jetzt drin! Ja, ich war auch gerade dabei, ihn zu blocken. Boah, nö, dieses Lumini-Cookie. Kann ich nur noch um Stunden handeln. Oder auch nicht, endlich. So. Hat aber lang genug gedauert. Armes Knackrack bekommt dafür keine Erfahrung. Hör auf, mir da links ins Ohr zu brüllen. Habe ich dir gerade schon gesagt. Yay, nächstes. Lumini... Oh, Lumini Futzi.